So, ich spiele euch mal ein paar Panzer mal live. Zwei oder drei Runden. Fangen wir mal mit dem Patton an. Tja, wir haben mehrere Artis und die Wasserseite fällt ohne Ende. Da irgendwie scheinen die wohl nicht zu wirken. Also spotten da die Leute komplett umsonst. Selten, selten, selten.
Oh! Wunderbar! Was ein Bot-Team, würde ich sagen, wa? Wunderbar! Wunderbar! Wunderbar rumgebottet. Hm. Wie viele Panzer werden wohl jetzt mit 0 Schaden aus dem Spiel gehen? Hm. Das wäre doch mal interessant festzustellen. Also ich schätze mal so circa 5 bis 7 Panzer werden 0 Schaden haben. Beziehungsweise ein paar andere werden auch nur 200-300, wenn überhaupt. Unsere Artis haben wahrscheinlich wieder AP geschossen ohne Ende und immer nur daneben getroffen. So, 2900 circa für mich. So, 5 Schuss, nur 2 Treffer. Okay. 4 Schuss, nur 1 Treffer. Da haben wir schon das Problem. 4 Schuss, nur 1 Treffer. Ja. FV, 2 Schuss, 1 Treffer, 0 Schaden. Prot, hm, sehr schön. 4 Panzer gespottet, 840 Assists. Naja, 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 naja. Was willst du tun? Wer war der Beste bei denen? Der FV. IS-7, wo ist unsere IS-7? Alles klar. E3, mhm. Hm. Was soll ich euch dazu sagen, ne? Was soll ich euch... Jetzt nehme ich mal T110E5. Ne, heute Morgen ist schon übel, ne? Also montags morgens ist schon übel, was hier so abgeht. Das muss ich euch schon gestehen, also um ehrlich zu sein. Es ist schlimmer, wie ich dachte. Das ist wie Sonntagmorgens. Mittags. So, keine Artis. Jetzt können wir auch mal ein bisschen eventuell, vielleicht, unsere Panzerung einsetzen, um hier mal was zu reißen. Legen wir los. Ach ja. Der ging nicht durch. Warum ging der nicht durch? Ja, keine Ahnung. Der ging halt nicht durch. Oh cool, mit HE abprallen. Nee, 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 ich geh mal Base-Steppen, Alter. Da drüben sieht's gar nicht gut aus. Ja,
nee, 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 die cappen uns gleich weg. Da war die ganze Scheiße hier umsonst. Frühzeitig auf Minimap gucken, ne, damit man auch schon mal rechtzeitig zurückkommt, wenn Base Dev gefordert ist. Oh, fünf Panzer, die in der Mitte gammeln. Was ist denn los? Warum fahren die nicht zurück? Helfen, Alter, was ist denn los? Hallo, hier, hallo, hallo. AFK-Bots, Minimap, Kuckuck, 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 rechts Kuckilucki, rechts Kuckilucki. Oh Gott. Leute, 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 Leute. Oh. Ja, Badget, fahr doch wieder hoch und helf mal hier. Wenn die jetzt versuchen zu cappen, werden die eh aus dem Cap rausgeschossen. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Ja, Badget, beweg mal deinen Arsch. Ach, unsere Badget ist schon tot, wunderbar. Wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer. Da muss ich mit dem E5 scouten gehen, weißt du? Ich habe gleich mehr Spot-Damage als unsere ganzen Scouts und Mates wieder. Wieder mal typisch, typisch. Alles, statt zu scouten, warten die lieber, damit die Damage machen können, weißt du? Komm. Na komm. Na komm. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Och Gottchen. Fünf nur, aber scouten, guck mal hier. 2100 Spot Damage, ja. Hier T49er nix, AMX 1390 650, CDC 650, Skoda 200, ja, TVP 600. Die spotten nicht, weißt du? Die warten, dass der Heavy spotten geht und dann machen die Damage. Wegen WN8, ne? Du weißt. Du weißt, Bruder.
So, was kann man denn noch spielen hier? Patten, Patten, Metten, Hätten, Ketten. Komm, machen wir noch eine Patten-Runde, oder? Obwohl, ey, E50M geht auch. Können wir eine Runde mal E50M da dranhängen. Mal ein bisschen was wegrammen hier, wa? Oh Gott, der Gegner hat drei Artis, unter anderem eine Conqueror. Schluck auf. Wegen Kakao trinken. Los geht's. Der Gegner hat sehr viel weiche Panzer. Und sehr viele Grillen, E3, Artis. Wer hier zuerst spottet, hat Oberhand normalerweise. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Das ist so eine Map, die ist so ein bisschen seltsam, weißt du? Wenn du hier verkackst, dann verkackst du richtig. Da ist nicht viel mit Taktieren. Da musst du entweder Vollgas durchbomben oder du loost ab. Ja, wir haben Artis. Komm, mach doch mal was. Der ging voll durch ihre Panzerung. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Der ging nicht durch. Können die Artis mal wirken vielleicht? Zufällig. Hallo? Da ist ein BT auf PZ. Man könnte ja drauf schießen, ne? Ja. Keine Sau schießt hier hin, Alter. Wir haben drei Artis, Junge. Wir haben drei Artis, die sind alle hier. Ein Schuss. Ja, nice Rush. Sowieso nice Rush. Hat sich gelohnt. Ja, siehst du? Also hatte der Akku doch recht. Wenn ein paar Leute mitmachen, kann man auf der Seite mal eben das Spiel gewinnen. Man muss sich nur trauen. Man muss auch mal seinen Panzer opfern, weißt du? Nicht immer nur labern und rumstehen und snipen. Da muss auch mal ratzfatz was gemacht werden. Bin zwar dann am Ende gestorben, aber wir haben alle Panzer auf, alle können rushen, alle können schießen, alle haben Spot. So muss das sein. Rumgammeln bringt nichts. Dann rushen die nämlich die eine Seite weg und dann kriegst du es von beiden Seiten. Hast du auf einmal mehrere Fronten. Komm, mach den mal platt und Judis. Wow, nimmt er die Grille raus mit 1070. Ja, komm! Hm? Geht doch! Gut, einmal verloren, zweimal gewonnen. Jetzt gucken wir mal bei den Stats, wer hat was gerissen, wer nicht. Oh Gott. Oh, cool.
Ich habe von meinem eigenen Team kassiert. Wer hat mich denn beschossen, bitte? Weißt du, ich spotte. Ach, geil. E50 hat mich getroffen. Cooler Typ. Wirklich toller Typ. Na gut, wir haben gewonnen. Scheiß drauf. Brauche ich denn nicht reporten. Zwar nicht viel Damage, aber guck mal hier, 3 Panzer entdeckt und 0 Spot Damage. Das heißt, keine Arti hat da hingeschossen, wo ich gespottet habe. Ist ja auch egal, wir haben gewonnen, passt schon. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, lasst ihr mir ein Abo da. Abonniert auch meinen Kraftsportkanal, Akko the Persian Killer heiße ich dort. Links unten in der Beschreibung und da unten in der Beschreibung findet ihr auch mein Facebook. Wir sehen uns, bis dann, ciao.